Was geht, WW-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Da das letzte Video 10 ehemaliger WWE-Wrestler und was wurde eigentlich auch so gut bei euch ankam, gibt es heute den zweiten Teil mit Wrestlern, die ihr angefragt habt, und los geht's! Nummer 1, Wladimir Kozlov. Seinen letzten Auftritt in der WWE hatte dieser bei der Ausgabe von SmackDown vom 5. August 2011. Nach dieser Ausgabe gab die WWE bekannt, dass Kozlov und die WWE ab sofort getrennte Wege gehen. Kurz nach der Entlassung gab die japanische Inoki Genome Federation bekannt, dass Kozlov unter dem Namen Alexander Kozlov bei der Liga debütieren wird. Dies geschah am 26. Mai 2012, dieses Debütmatch verlor er aber. Nummer 2, John Morrison. John Morrison, oder wie er in seiner Anfangszeit in der WWE hieß, Johnny Nitro, konnte sich in seiner Zeit in der WWE einen Namen machen. Er gewann viele Titel, wie zum Beispiel mehrmals die WWE Tag Team Championship mit der Gruppierung M&M. Am 28. November 2011 bestritt er sein letztes Match in der WWE und verließ die Company danach auf eigenen Wunsch. Nach vielen Auftritten für verschiedene Independent-Ligen und einigen freien Matches debütierte Hennington, so sein richtiger Nachname, bei Lucha Underground unter neuem Ringnamen Johnny Mundo und ist bis heute dort zu sehen. Seit dem 24. Mai 2012 tritt er auch regelmäßig für AAA auf. Nummer 3, Kenny Dykstra. Er war ein Teil der Spirit Squad und konnte vorerst als einziger dieser Gruppierung auch als Einzelwrestler bei der WWE antreten. Später folgte ihm Dolph Ziggler, der ebenfalls Teil der Spirit Squad war. Nachdem er bei der WWE nur noch sporadisch eingesetzt wurde, gab die WWE am 10. November 2008 seine Entlassung bekannt. Nach Auslaufen seiner Nicht-Auftrittsklausel trat er 2009 unter seinem echten Namen Kenny Duane für Dragon Gate USA an. Danach ging es durch die verschiedensten Wrestling-Indie-Ligen, hatte aber 2011 auch noch ein Match unter WWE-Logo gegen Justin Gabriel. Aktuell wrestelt er als Freelancer für die verschiedensten Wrestling-Indie-Ligen. Nummer 4, Rob Van Dam. Bei RVD ist das so eine Sache. Mir kommt es so vor, als würde er nie gerne irgendwo lange bleiben. Nachdem die ECW 2001 insolvent ging, ging Rob Van Dam zu WWE, wo er letztendlich auch bis 2007 blieb. Danach wollte er eine Pause vom Wrestling einlegen, trat aber noch einmal für die 15-Jahr-Geburtstagsshow von WWE Raw auf. Am 8. März 2010 debütierte er für Impact Wrestling, aber verließ diese wieder am 28. Februar 2013. Danach kehrte er wieder zu WWE zurück und blieb dort bis zum 26. August 2014, wo er sein letztes Match gegen Seth Rollins bestritt. Aktuell tritt er ebenfalls als Freelancer für die verschiedensten Wrestling-Promotions auf. Nummer 5, Ashley Massaro. Ashley bewarb sich 2005 bei der WWE und wurde daraufhin für 12 Monate eingestellt. Danach durfte sie den zweiten WWE Divas Search gewinnen und gewann $250.000 und eine Festanstellung. Am 2. Juli 2008 gab sie ihren Rücktritt bekannt, da ihre Tochter erkrankte. Sie schloss aber ein inneren Comeback nicht aus. Aktuell modelt sie und schauspielert. Nummer 6, CM Punk. Wir alle wissen, wie das mit der WWE und CM Punk ablief. Punk verließ die WWE trotz laufenden WWE-Vertrages nach dem Royal Rumble 2014 und tauchte daraufhin nie wieder in einer WWE-Show auf. An seinem Hochzeitstag bekam er nach langem Streit mit der WWE seine Entlassungspapiere. In einem Interview gab er bekannt, dass er mit 35 in den Ruhestand gehen möchte und sich das gut anfühle. Trotz alledem gab Brooks am 6. Dezember 2014 während einer Live-Show der UFC bekannt, ab 2015 dort anzutreten. 2016 soll er sein erstes Match bestreiten. 2016 soll er seinen ersten Kampf bestreiten. Ich bin auf dieses Match mehr als gespannt. Nummer 7, Theodore Long. Theodore Long war in seiner Anfangszeit bei der WWE als Ringrichter angestellt, später als Manager eines Stables und noch später als General Manager von SmackDown und auch kurz Raw. Nachdem er am 19. Juli 2012 aus der Halle geworfen wurde, da Vicky Guerrero seinen Posten übernahm, sah man ihn vorerst nie wieder in einer WWE-Show. Am 12. Juni 2014 wurde er endgültig entlassen, als sein kurz danach noch einmal kurz bei der 15 Years Anniversary Show von SmackDown. Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte er als General Manager für Booker T's Reality of Wrestling Promotion im Rahmen des iPay-Per-Views Summer of Champions. Nummer 8, JTG. JTG war mit Chad Gaspard das Tag Team Primetime, was inspiriert durch deren Herkunft Brooklyn, New York, ein Team aus zwei Gangster-Rappern verkörperte. JTG trat am 14. Mai 2010 letztmalig vor einer WWE-Kamera auf, wrestelte danach noch für Florida Championship Wrestling und wurde im November 2010 entlassen. 2011 kehrte er zu WWE zurück, wurde aber bereits im Juni 2013 wieder entlassen. Aktuell ist er neben seiner Freelancer-Tätigkeit als Wrestler in den verschiedensten Wrestling-Indie-Ligen auch als Autor tätig. So veröffentlichte er im Mai 2012 das Buch Damn, Why I Did Write This Book. Zu Deutsch, verdammt, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Link zu diesem Buch in der Beschreibung.
Nummer 9, MVP. Nachdem MVP am 2. Dezember 2010 auf eigenen Wunsch entlassen wurde, debütierte er am 8. Januar 2011 bei World Wrestling Council. Kurz danach wurde bekannt, dass er einen Einjahresvertrag mit New Japan Pro Wrestling unterschrieben hat. Dort debütierte er am 20. Februar 2011 und trat dort bis zu Januar 2013 auf. Am 30. Januar 2014 kehrte er nach einer Abstinenz von fast 10 Jahren wieder zu Impact Wrestling zurück. Dort blieb er bis zum 17. Juli 2015. Am 22. Oktober 2015 wurde auf dem YouTube-Channel der Wrestling Promotion PWA angekündigt, dass er bei derselbigen Liga am 24. Oktober 2015 debütieren wird. Dort ist er bis heute, tritt aber auch in anderen Ligen als Wrestler an. Nummer 10, der Great Khali. Der Vertrag zwischen dem Great Khali und WWE lief am 13. November 2014 aus und wurde auf Wunsch Khalis auch nicht verlängert. Danach kehrt der Khali wieder nach Indien zurück und tritt bis heute dort bei den ansässigen Wrestling Promotions an und eröffnete zudem 2015 eine Wrestling-Schule. Das war der zweite Teil von Was wurde eigentlich aus? Wenn es euch gefallen hat und ihr einen dritten Teil wollt, lasst es mich wissen, indem ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Folgt mir auch auf den Social Media Plattformen Instagram, Twitter, Facebook. Links dazu natürlich alle in der Beschreibung. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann ihr dieses Video schaut und ciao!